immer. Und es fällt anders. Was? Mein Haar. Ja, anders als was? Anders als der schiefe Turm von Pisa. Rede kein Unsinn! Der schiefe Turm fällt nicht. Oh, woher weißt du das? Dies vor allem, wie man weiß. Den schönsten und reichsten und schiefsten Bauwerke des späten Mittelalters. Signor Luigi. Buongiorno, Signora. Oh, herrlich haben Sie es hier. Sie sollte nur etwas schiefer sein. Ach, mir ist es schief genug. 4,30 Meter. Zentimeter. 4 Meter. Sagte, die Büsten werden kürzer. Und bevor sich unsere Zeit ihrem bitteren Ende zuneigt, werden die Taille von der Erde verschwinden und die Hüften gehen mit. Und diese Leichtigkeit. Botticelli hätte sich nicht zauberhaft einfallen lassen können. Ich glaube, es hat geklingelt. Ganz zu schweigen von Donizetti. Du wirst unsere kleine Tüchchen, Lucia. Ja, ich kann sie mir schon vorstellen. Mittelgroß, sehr petit, mit blauen Augen und blauen Haaren. Ja, und wie hieß der Landsmann? Der Name ist mir entfallen. Aber er war sehr groß. Vielleicht war er ein Landsmann von uns. Ja, vielleicht auch das. Der Kellner Luigi ist krank. Ah, ja. Wie heißen Sie denn? Ich habe mehrere Namen, Signora. Oh, gern. Wenn ich darf. Ich bin frei, die gnädige Signora. Ich bin eingespielt auf ein Haar wie Balsam. Aber Sie wissen ja, Männer haben das immer so eilig. Alles überstürzt sich. Kennen Sie nicht? Nein. Später. Später, dann haben wir Zeit. Viel Zeit. Oh, gut. Minestrone von frischem Gemüse aus der Campagne. Der Heimat Michelangelos. Fantastico. Bergamasca, Pinocchio und Gratin. Wie Garibaldi sie aß für seine Mannschaft Rom. Imposante. Herr Dr. Benrath, denken Sie, unser Freund Terry hat sich schon wieder vermählt. Na, mit der Tochter von Vorgen Bergekraft. Der Alte. Der Jüngere, die Originelle. Oh. Die mit der Schäferhundezucht. Ihr erster Mann hat das Weite gesucht und gefunden. Die lagen ja ohne krank auf Spange, Wickel und Watte. Der Morgenlohn kann Bügel neben der Frisierhabe. Das ehrliche Schlafzimmer ist der Ausgangspunkt der möglichen Ordnung und Moral. Der Turm! Seht ihr mal den Turm! Das ist ja beängstigend! Dieses Mal scheint es in der Tat, als neige er sich. Um Gottes Willen! Didi! Ihr müsst etwas unternehmen! Halt den Mund! Aber ihr seid doch Männer! Ach, nur die Achse verschiebt sich um 22 Grad bis zu dem Punkt, wo ihr der Widerstand entgegentritt, um sie aufzuhalten. Gewiss, man beschäftigt sich wenig genug mit dieser Leiding. Es fehlt an Zeit. Jahrgang 1403. Sollte gut sein. Ein gutes Jahr. Wir übernehmen das Ausland. Und stellen die Mehrheit. Versteht sich. Ach, ihr Männer immer mit eurer Finanzpolitik. Ah, der Turm! Du keine Aufregung. Ich habe es bereits gesagt, es ist alles nicht so schlimm, wie es aussieht. 100 von jedem Herrn. Natürlich Trinkgeld extra. Schnell, ich muss fort. Hier, komm, müssen wir gehen. Grazie. Wir sind noch nicht fertig miteinander. Die Sache wird ein Nachspiel haben. Ach. Didi, komm jetzt! Ja. Ich darf wohl sagen, nicht viele von uns Sterblichen. Uns Erdenbürger ist ein solches Schachspiel. Der schiefe Turm von Pisa ist dahin.
Sie werden noch von uns hören, meine Herren. Das Geschäft ist endgültig kaputt, ruiniert. Oh nein, die Polizei! Zu mir? Zu wem sonst? Ich muss sofort. Ich auch. Erhard Blücher mit Frau Maggie, geborene Scholze, in Gewahrsam. Endlich! Was soll das? Was? Nennt man das Gerechtigkeit? War das eine Frage? Allerdings! An mich? Ja, an wen sonst? Wie lange ist es? Als fiel ein Turm vom Ansehen um! Ein Turm fällt nur vom Ansehen um! Ich werde mich an Ihre Behörden melden! Es kommt auch darauf an, wie man ihn ansieht! Ich werde unserem Konsul telefonieren! Siehst du? Ich bleibe noch. Verstehe. Wirklich? Jetzt sind wir alleine, Paolo. Denn nun hat man ihn ganz für sich alleine.